really glad to interview also DJ Hell. Helmut, ich bin sehr froh, dass du hier bist. Es ist das Interview jetzt. Es ist das Interview jetzt, ja. Also wir haben ja gerade vorhin erzählt, dass es das beste Guerilla-Marketing war überhaupt, weil dich kennt jeder, ja. aber ihn kennt fast keiner. Und das ist so eine Guerilla-Marketing-Situation. Finde ich gut. Wie siehst du das? Das ist die Frage. Was perfekt, weil das war perfekt. Interview. Ja, das war perfekt, weil du hast dem ganzen Pfeffer gegeben, dem ganzen Laden hier. Ja, ich wusste ja nicht, was mich erwartet, und dann der Regen, und dann irgendwie dachte, das kann ja nicht wahr sein hier im Hinterhof. Dann die erste Stunde nur Beschwerden, zu laut, macht die Musik aus, geht nicht. Und ich dachte, das hält sich gleich eine halbe Stunde, und dann ist vorbei. In Deutschland wäre es so. Und jetzt läuft es einfach weiter. Nee, war super, die Leute haben getanzt, hätte ich nicht gedacht, war eine coole Party. Total spitze. Also ich wäre auch niemals hierher gekommen, hätte ich nicht dich als Freund auf Instagram, würde irgendwie sehen, was du machst, und dann so, wow, okay, wow. Ich bin zufällig hier, das mache ich. Ja, cool. Super cool. Eigentlich aus Regensburg, ich bin auch aus Regensburg. Ja, ja. Aber ich bin auch hier eigentlich, um Mode zu fotografieren und Modefilm zu machen. Und ich arbeite ja ab und an. Ja. Und ab und zu halt eben auch für das hessische Fernsehen unterwegs. Deswegen, verstehe. Ich produziere mal für das hessische Fernsehen, was gibt's Neues. Ja, ihr müsst da hingehen, schaut euch das an und so weiter. Ja, okay. Weil wir haben auch rausgefunden, dass man ab 40 irgendwie kann man den Fernseher einschalten, aber unter 40, da gibt's nichts. In Italien oder in Deutschland? Deutschland. Aber ich meine, das, was du produzierst, ist ja unter 40 eigentlich. So. In Deutschland Fernsehen. Wow. Gefährlich, ne? Da kann man, wenn man kein Fußballfan ist. Ist gefährlich, ne? Ja, nee, es gibt nicht mehr viel oder so. Ja, außer man sagt, es mit dem Trash-Humor, das ist so bizarr, da kann ich drüber lachen. Genau. Aber dann wird es auch irgendwann nicht mehr lustig. Ja. Aber es gibt natürlich tolle Sendungen, Tipp-Testen, Temperamente. Tagesschau schaue ich immer weniger, weil es sehr negativ ist. Ja. Und Phoenix gucke ich, dann ist ein Red Bull Sender, die haben super Dokus, es gibt ja viele Dokusender. Ja, das Dokus liebe ich auch, also das ist eigentlich das, was ich so produziere. Ja. So ein bisschen so Dokus kann man immer angucken, ob es jetzt über Tiere ist, über Umwelt oder Autos oder, da ist wirklich, und dann meistens macht man ja eben mittlerweile Mediathek, oder wenn ich was verpasst habe, gucke ich auf YouTube oder auf Instagram oder auf Amazon Prime oder irgendwas. Auf jeden Fall hast du gewonnen. Du hast den Abend gerettet hier. Ich hoffe so, ja. Also, 1000 Dank. Gib dir mal die Hand. Bitteschön. Irgendwie, erste Nummer, ich dachte, oh wow, jetzt ist ja ein bisschen zu laut vielleicht. Und schon haben die Leute getanzt. Boom, erste Nummer, ja. Top. Ja. Cool, danke schön. Danke.